Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich möchte zu dem letzten Video, das über das Küssen der Hände und diese Geste handelte, bei der man die Hand dann nimmt und die Stirn damit berührt. An sich ist das Thema offensichtlich, beziehungsweise es ist, ich habe darüber gesprochen und wenige Personen haben damit ein Problem gehabt. Und das Problem hat weniger mit dem Inhalt zu tun, mehr aber doch mit der Art und Weise und mit angeblichen Unterstellungen, die in diesem Video stattgefunden haben. Und ich möchte kurz auf eines oder auf die Kommentare einer Person hier eingehen, um einfach zu zeigen, dass man sich nicht von Quantität beeindrucken lassen sollte. Wenn wir uns nämlich die Kommentare dieses Users näher anschauen, das ist gefüllt mit Zitaten und Namen und alles wird hin und her geschmissen und man, der eine oder andere wird beeindruckt sein. Mashallah. Da ist aber viel dabei rausgekommen und aha, also das stimmt ja gar nicht so. Naja, wie dem auch sei, ich möchte kurz einfach zeigen, wie man um den heißen Brei herumreden kann und viel zitieren kann, aber alles einfach daneben geschossen wird. Das Ziel, das eigentliche Ziel wird gar nicht getroffen. Und wie man jemanden vorwirft, Unterstellungen zu machen und ihm tausendfach in den Kommentaren etwas unterstellt. Und zwar geht es hier um diese Kommentare. Es ist eine Reihe von Kommentaren. Normalerweise gehe ich auch nie auf Kommentare ein. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich diesmal drauf eingegangen bin. Habe es im Nachhinein aber doch bedauert, weil es ein unnötiges, unfruchtbares Unterfangen war. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, nur um das klarzustellen. Ich möchte nämlich die Kommentare nicht löschen. Am liebsten hätte ich sie gelöscht, wegen dem Unsinn, der da drin steht. Aber ich werde das dort stehen lassen und einige Dinge hier einfach anhand eines neuen Videos klarstellen. Gut, es handelt sich um die Kommentare der unbekannten Person Max Muster. Weiß nicht, wer das ist. Aber wie dem auch sei, er beginnt damit, und das scheint es das Hauptproblem zu sein. Der Titel ist sehr irreführend und stellt mittlerweile ein Zulm, eine Ungerechtigkeit gegenüber Sheikh Saleh al Munajjid. So, warum soll das Ungerechtigkeit sein und warum ist das irreführend? Ich hatte das, und das sieht man ja auch noch im Video, der Titel war Türkischer Gruß Schirk Fragezeichen. Und das soll eine Unterstellung gewesen sein, weil der Zuhörer daraus versteht, dass Sheikh Saleh al-Munajjid und der Clown dahinter sagen würde, dass die Handlung Schirk ist. Und das sei eine Unterstellung. Ich werde darauf eingehen im Laufe des Videos, warum das keine Unterstellung ist. Aber erstmal weiter. Nun, er sagt, der Titel hat dazu geführt, dass viele denken, Sheikh Saleh al-Munajjid hätte gesagt, dass das Legen der Hand auf die Stirn Schirk sei, obwohl der Sheikh sowas niemals behauptet hat. Auch im Video wurde nicht behauptet, dass er das behauptet hat. Aber dieser Ausdruck wurde ausgewählt und auch im Video habe ich ja gesagt, möglicherweise sogar Schirk. Also in dem Video sprach ich darüber, dass
in diesem Videoausschnitt darüber gesprochen wird, dass diese Handlung verboten ist. Ja, nicht mal Makruh, nicht Makruh. Weil er kommt gleich mit den Salaf und den Khalaf und dass diese ähnliche Aussagen hätten. Nein, die Salaf haben erstmals nicht über diese Geste gesprochen. Zweitens, sie haben gesagt, dass es Makruh ist, diejenigen wenigen von ihnen, die das für Makruh für verpönt hielten. Sie sagten auch nicht, das ist ein Sujud, sondern sie sagten Sajdatun Sughra. Und es gibt ja einen großen, ganz großen Unterschied. Einen Ausdruck ohne, wie das manche hier auch gefordert haben, ohne weitere Restriktionen zu nennen. Wenn ich einfach sage, das ist ein Sujud, dann verstehe ich darunter, dass es ein vollwertiger Sujud ist. Wenn ich das nur für einen beschränkten Sujud oder einen metaphorischen Sujud bezeichnen will, dann füge ich dem noch Adjektive hinzu, die das Wort näher bestimmen, indem ich sage, ein kleiner Sujud. Okay? Das ist eine wichtige Sache. Auf jeden Fall, er sagt hier, die Kommentare sind voll mit dieser Unterstellung, Schwachsinn ist. Schwachsinn. Ich habe kein einziges Kommentar gesehen oder zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass irgendjemand dem Sheikh Saleh al-Munajjid deswegen vorgeworfen hätte in den Kommentaren, er würde sagen, dass das Schirk ist. Ich habe keins gesehen. Kann sein, möglicherweise hat einer das vielleicht gesagt, zwei haben das gesagt. Aber ich glaube, das ist gang und gäbe, dass irgendwer immer was missversteht. Die Sache ist aber, er sagt, die Kommentare sind voll mit dieser Unterstellung, was eine Lüge ist. Es geht sogar so weit, dass einige dem Scheich deswegen mangelndes Verständnis im Fiqh unterstellen. Weswegen? Weil sie dachten, er sagt, das ist Schirk, oder weil sie sehen oder denken, er hat sich in einer Sache geirrt und das bedeutet, er irrt sich in allem, oder weil es eine Persönlichkeit aus Saudi-Arabien ist und grundsätzlich eine Tendenz vorherrscht weltweit aktuell, in der Saudi-Arabien das Monopol im Fiqh oder allgemein in Islamwissenschaften verliert und die Menschen ein bisschen kritisch gegenüber, auch aufgrund politischer Entwicklungen in dieser Region, politischer und soziologischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Entwicklungen und vielen Dingen, die in den letzten Jahren dort passiert sind, dass Menschen kritisch geworden sind und vieles, was von dort kommt, für suspekt halten und jemand aufgrund einer derartigen Voreinstellung dies dann sieht und eben einfach nur das rausschreibt, was er sowieso schon denkt. Möglich, oder? Oder wie kommst du darauf, dass er dachte, der Sheikh Saleh hier sieht das absolut und exklusiv als Schirk an und deswegen schreibt er ihm mangelndes Fiqh-Verständnis zu und wirft ihm das vor. Wie kommst du darauf, dass es hiervon rührt? Das ist eine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung. Oder es ist einfach so, du hast etwas geglaubt und siehst jetzt alles, was du an Kommentaren, schlechten Kommentaren siehst. Du glaubst, es sei deswegen und führst es einfach darauf zurück. Er sagt dann, du hättest diese Mes'ele, türkisch, auch ohne einen Ausschnitt von Sheikh Saleh al-Munajjid erklären können. Was ist das Problem, wenn ich den Ausschnitt zeige? Also ich meine, man kann es wirklich übertreiben.
Wenn wir die Fiqh-Literatur lesen, wenn wir lesen, wie verschiedene Auffassungen erwähnt werden, werden da nicht immer Namen genannt, wird da nicht immer gesagt, Fulan ibn Allan sagte dies und der Madhhab von diesen und jenen ist dies, wird das nicht immer transparent dargestellt? Was ist das, der Unterschied zwischen einer schriftlichen Erwähnung von jemandem und seiner Auffassung und der, ja, und der, der Anführung der Aussage einer Person anhand des Videos? Nur das Medium ist unterschiedlich. Aber alles andere ist gleich. Sollten wir auch alle Bücher zensieren? Was ist das für eine Denkweise? Das rührt eher von Personenkult als von Adab und Benehmen. Der Ausschnitt ist total überflüssig. Da habe ich was übersprungen. Ja, da er anscheinend einen fatalen Fehler gemacht hat und behauptet hat, dass das Legen der Stirn auf die Hand Schirk sei. Deine irreführende Titelwahl hat diese Leute dazu verleitet. Ja, okay. Der Ausschnitt ist total überflüssig, da sowieso die allermeisten dieser respektlosen Fanboys und Cheerleader, die gegen den Scheich reden, gar nicht wissen, wer der Scheich ist. So wird er von diesen Laien in den Kommentaren als alter Mann im Video genannt. Also ich meine, dass die meisten, die hier kommentiert haben, waren ganz anständig. Ein, zwei Personen waren etwas, sind etwas außer, ja, wie soll ich es nennen, sind ein bisschen aus der Bahn gerutscht. Dafür kann aber ich nichts. Nicht einmal seinen Namen kennen sie, geschweige denn seinen Status. Gut, das tut auch gar nichts zur Sache. Und dann sagt er hier, und jetzt kommen wir zu diesem Wirrwarr an Zitaten und Namen, die zur Sache überhaupt nicht beitragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und ich meine, ich glaube, die einen, mindestens sieht man das ja an 17 Likes, dass einige davon beeindruckt sind. Also, er hat sich dann heute etwas mit dieser Mes'ele beschäftigt und herausgefunden, dass die Meinung von Sheikh Saleh Munajjid eine bekannte und von vielen vertretene Meinung ist. Diese Meinung hatten viele der Salaf und der Khalaf und Neuzeitgelehrte. Nun, das Witzige ist, was meint er mit dieser Meinung? Was meint er mit dieser Meinung? Diese Meinung, yani, dass. Und da, hier ist dieser Schwindel, das ist Schwindel. Weil ich führe Aussagen und Meinungen von Personen an, die nicht über das exakt selbe Thema handeln und tue so, entweder absichtlich, das hoffe ich nicht, oder eben aus Unwissenheit, Missverständnis, tue so, als ob diese um über das Thema handeln, über dasselbe Thema handeln. Von Imam Malik wird überliefert, dass er sogar das Küssen der Hand den kleinen Sujud. Was bedeutet dieses sogar? Ja, nee, sogar bedeutet erst recht. Die Sache ist aber, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Es müsste umgekehrt. Wenn wir sagen sogar, dann ja, suggeriert das, ja, nee, das mit der Berührung der Stirn ist so klar, sowieso klar. Und hinzu kommt, dass Imam Malik des Weiteren sogar noch das Küssen der Hand einen kleinen Sujud nannte. Das ist aber leider nicht so. Und das haben wir ja gesehen, dass der User sich hier geirrt hat. Es gibt keine Aussage von Malik, keine explizite, konkrete Aussage von Malik, in der er das Küssen der Hand und das anschließende Berühren der Hand mit der Stirn, dass er das alles als kleinen Sujud bezeichnete. Dennoch sind hier zwei Sachen.
Also einmal, dieses Zitat hat nichts mit dem Thema zu tun. Das Thema ist nicht das Küssen der Hand. Das Küssen der Hand ist bei einigen wenigen der Salaf verpönt, verpönt. Okay? Es gibt die Aussage, dass das verpönt ist. Selbst die Aussage von Malik, dass das verpönt ist, ist nicht ganz unumstritten unter den Malikier selbst. Wie ich auch später in einem der Kommentare erwähnt habe, in denen Al-Abhari, auch einer der Malikier, meinte, dass dies nur verpönt ist unter bestimmten Umständen. Wenn es aber aus Religiosität getan wird, also um beispielsweise jemanden Respekt zu geben oder aus Liebe zu jemanden, weil er ein Bruder im Dien ist, dann ist das eine gute Handlung. Aber wie dem auch sei, darum geht es ja gar nicht. Ob Malik das jetzt für Makruh hält oder für legitim oder für Mustahab, das spielt doch gar keine Rolle. Die Sache ist, Malik im schlimmsten Fall sieht das Küssen der Hand für Makruh und nennt das Küssen der Hand kleine Niederwerfung und nicht ohne Restriktion Sujud. Und sieht es daher auch nicht als Haram an, weil es ist kein Sujud. Und daher nennt er es bewusst Sajdatun Sughra, kleiner Sujud, damit man nicht denkt, es handelt sich um einen tatsächlichen Sujud, der deswegen folglich auch Haram ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und nannte allgemein das Küssen, ja, klein und allgemein das Küssen der Hand als Makruh. Was heißt allgemein das Küssen der Hand? Yani hat Malik über das Berühren der Stirn gesprochen und allgemein dazu kommt noch die Hand. Das ist Schwindel. Das ist Schwindel. Weil Malik hat nicht über das Berühren der Hand gesprochen. Von Suleiman ibn Harb wird überliefert, dass er es den kleinen Sujud nannte. Was denn? Was nennt er den kleinen Sujud? Das Küssen der Hand? Von Ibn Abd al-Barr wird überliefert, dass er es den kleinen Sujud nannte und verbat. So, jedenfalls die Aussage hier, dass Ibn Abd al-Barr wird überliefert. Also in der Regel wird nichts von Ibn Abd al-Barr überliefert, wenn es um Fiqh-Meinungen geht, sondern er hat ja geschrieben, er hat ja Bücher geschrieben. Ne? Tamhid, al-Istinkar, al-Intiqa, fi Fada'il al-A'imma und so weiter. Er hat also nicht im klassischen Sinne überliefert. Jedenfalls, er sagte, yuqal, kana yuqal, taqbilu al-yad, ihda Er spricht über den Khilaf der Ahlul Ilm und sagte, es wurde gesagt, es wurde, also nachdem er einige Überlieferungen überliefert hat, in denen wir sehen, dass die Sahaba das untereinander gemacht haben und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben und Abu Ubaida die Hände von Umar radiallahu anhu küssen wollte und als er seine Hand wegzog, wollte er seinen Fuß küssen. Nachdem er all diese Riwayat überliefert hat, spricht er über die Gegenmeinung und sagte, wo kann ich auch. Es wurde gesagt, dass es der kleine Sujud ist. Smahuli. Auf jeden Fall. Das ist dann also eine Sache. Es wäre auch ein bisschen suspekt, dass Ibn Abd al-Barr das verbietet im Sinne des Tahrim. Von Imam Sufyan al-Thawri wird überliefert, dass er es den kleinen Sujud nannte und sogar das Küssen der Hand als Makruh sah. Das heißt wieder dieses sogar. Ich verstehe immer nicht dieses sogar. Ja, nee. Das suggeriert doch irgendwas.
Und sogar das Küssen als Makruh sah. Ja, er sah das Küssen als Makruh, weil er das als den kleinen Sujud bezeichnete. Aber was ist hier das sogar? Gibt es also da noch etwas davor? Oder gibt es jetzt eine erst recht Schlussfolgerung? Das Handeln, diese Aussagen, alles, sämtliche Aussagen hier handeln nicht über das Thema. Sheikhul Islam im Thema hat es verboten, wenn dazu die Hand ausgestreckt wird. Was hat das mit dem Thema zu tun, Kollege? Das hat nicht nur Sheikhul Islam im Thema verboten. Grundsätzlich wird das wohl keiner erlauben, wenn jemand seine Hand ausstreckt hier zu den anderen. Hier, bitte küss mal meine Hand. Das ist nicht das Thema. Okay, damit sind die Salaf und die paar hier, die dann genannt wurden, erledigt. Dann kommt er zu den Zeitgenossen. Okay. Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh sagte, das ist wie ein Sujud. Hier ist übrigens auch, könnt ihr sehen, das ist jetzt hier aus dem Buch Ghidaul Albab, das ist von Hanabila, aber es ist eine Enzyklopädie in den Adab. Führt er zum Beispiel auch die Aussage von Ibn Abd al-Barr an, die auch in seinem Buch Bahjatul Majalis vorkommt. Er sagt hier, spricht er hier auch über Suleiman al-Harb und er sagt hier, وَأَمَّا ابْتِدَاءُ الْإِنسَانِ بِمَدِّهِ يَدَهُ لِلنَّاسِ لِيُقَبِّلُوهَا وَقَصْدُهُ لِذَلِكَ فَهَذَا يُنْهَى عَنْهُ بِلَا نِزَاعٍ. Das ist das, was wir ja auch hier im Thema erwähnt haben, was er sagt, Suleiman al-Harb, was das Ausstrecken der Hand angeht, damit die Menschen diese küssen und dass man das damit beabsichtigt. Das ist etwas, was ohne zwei Meinungen oder unumstritten nicht oder unumstritten etwas ist, das man verbieten sollte. Ja, da sagt er, بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدي. Im Gegensatz dazu steht jedoch, wenn der jemand, der das, die Hand küsst, damit selber beginnt. Also ihm wurde nicht die Hand ausgestreckt. Er erwähnt hier mal Beispiele aus dem, von den Sahaba, aber das ist wie gesagt eigentlich nicht unser Thema. So, kommen wir jetzt zum ganz interessanten Teil, nämlich ich habe ja bereits erklärt gehabt, ich habe dir bereits erklärt, dass ich nicht gesagt habe, dass Sheikh Saleh sagt, explizit sagt, dass es Schirk ist. Ich habe die Frage aber bewusst gestellt, weil wenn es Sujud ist, wenn es wirklich Sujud ist, nicht in Anführungsstrichen ein kleiner Sujud, wenn wir sagen, das ist ein Sujud und das ist Haram, dann ist die logische Konsequenz davon, dass das auch Schirk sein kann. Dass es Schirk sein kann, dass es Potenzial hat, Schirk zu sein. Und er zitiert hier lustigerweise den Scheich Mohammed ibn Ibrahim, sagte, das Legen der Stirn auf die Hand ist wie ein Sujud. Ja, und lesen wir mal weiter. Mohammed ibn Ibrahim wurde gefragt über das Verbeugen, sich vor jemandem zu verbeugen. Und die Hand dann auf die Stirn zu legen. Er sagt, der Inhina, also das sich verbeugen beim Salam, ist haram, wenn man damit den Gruß bezweckt. Wenn man damit die Ibadah bezweckt, weil das eine Ibadah sein kann, die Verbeugung, das Sujud, das kann ja eine Ibadah sein. Wa amma in qasada bihi al-ibadah fa kufrun. Und wenn er damit die Ibadah, also die
Anbetung beabsichtigt, dann ist es Kufr. Und dann sagt er, dass die Hand auf die Stirn zu legen, ist wie der Sujud. Also es entspricht dem Sujud. Und was ist dann, wenn es Sujud ist? Und damit partizipiert diese Handlung auch am Schirk. Punkt. Genau das ist es, was ich meinte. Mir geht es jetzt nicht um diese Aussagen. Das sind Aussagen der Zeitgenossen. Ich habe sie bewusst nicht erwähnt und ausgelassen. Und sie sind auch nicht maßgebend. Sie sind nicht maßgebend. Aber nur damit man versteht, diese Schwindeleien hier versteht. Wenn ich die Frage stelle, ob das oder wenn ich sage, oder vielleicht sogar Schirk, dann ist es keine Unterstellung. Das ist die logische Konsequenz oder die notwendige Konsequenz dieser Aussage, dass es Schirk sein kann, dass es eine Handlung ist mit Potenzial zum Schirk. Wie wir hier auch sehen in dieser halb erwähnten Aussage von Ibrahim, Mohammed Ibrahim. Den Rest darauf müssen wir gar nicht eingehen. Das ist nämlich auch nicht von Relevanz. Es geht ja nicht darum, ob es irgendjemand gesagt hat oder nicht. Ibn Baz sagte, manche nannten es den kleinen Sujud, es ist Haram. Okay. Manche, wer sind diese manche? Das Küssen der Hand nannten sie den kleinen Sujud oder das Berühren mit der Stirn? Wie dem auch sei, das wird ja nicht genauer definiert. Aber was auch für uns hier in der ganzen Sache gar nicht relevant ist, denn was wir verstehen müssen, ist nämlich Folgendes. Wir müssen das Paradoxe an dieser ganzen Sache verstehen. Es ist kein Problem, dass einige der Salaf die das Küssen der Hand als verpönt ansahen. Ja? Tatsächlich, mir ist noch nicht bewusst, also mir ist nicht bewusst, ob es eine etablierte Meinung überhaupt gibt, dass es überhaupt verboten ist. Also Haram, Haram. Ne? Unter normalen Umständen, unter ganz normalen Umständen, wenn es gemacht wird, um einfach nur jemanden Respekt zu erweisen. Ob unter diesen Umständen irgendjemand gesagt hat, dass es Haram ist, ist mir nicht bekannt. Das ist mir nicht bekannt. Es gibt die bekannten Auffassungen sind, dass es Makruh ist. Das ist einige wenige der Salaf haben das gesagt. Die Mehrheit der Ahlul Ilm legitimieren das. Entweder legitimieren Sie das mit einer gewissen rechtlichen Gleichgültigkeit, also tu nicht, ist gleichgültig, oder eben mit dem Istihbab, dass es eine erwünschte Handlung ist. Dass es eine erwünschte Handlung ist. Dass es Haram ist, das Küssen der Hand, ist mir nicht bekannt. Aber wie gesagt, das Problem bei der ganzen Sache ist, es ist, oder einfach, das Problem bei der Sache ist nicht, dass einige der Salaf das für verpönt hielten. Okay? Vielleicht sogar Malik, er hielt es für verpönt und nannte es den kleinen Sujud. Warum? Wegen dieser Verbeugung, die man dabei macht. Wenn ich die Hand greife, muss ich mich ja verbeugen. Das Problem ist aber, das musst du verstehen, mein Freund, wenn jemand, weil ich glaube irgendwie, du hast nichts verstanden von dem, was ich geschrieben habe, wenn jemand das Küssen der Hand erlaubt, das Berühren der Stirn verbietet, mit der Begründung, es sei eine Form des kleinen Sujud. Das ist das Paradoxe, das ist widersprüchlich, weil diese Illa, also diese Verbotsursache, ist auch im Küssen der Hand selbst gegeben, weshalb es manche der Salaf
als verpönt hielten, also als eine Handlung, die man lieber nicht machen sollte. Wenn man es macht, ist es nicht verboten. Einige wenige. Wenn ich jetzt dahin komme und das eine erlaube, das andere dann verbiete, mit einer Ursache, mit einem Grund, der im Küssen der Hand selbst auch gegeben ist, okay? Und das dann auch noch als Haram bezeichne, das sind die Dinge, die problematisch sind. Und daher bringt es nichts, hier Aussagen der Salaf anzuführen, die das für verpönt hielten und als kleinen Sujud bezeichneten. Und nicht als den Sujud. Verstehst du das Problem? Daher, auch hier dann wieder am Ende die Meinung, ist die Meinung der Mehrheit. Weiß nicht, von welcher Mehrheit er hier redet, weil, und ich weiß es nicht, okay, ich habe nicht die Fähigkeiten, die er anscheinend hat, weil er hat anscheinend innerhalb eines Tages alle Meinungen dazu gelesen. Masha'Allah, das ist eine super Leistung. Er hat dann auch noch behauptet, ihr müsst daran halt erkennen, ne, dass nicht einfach immer dahingeklatschte Zitate irgendwas bedeuten müssen. Man muss schon ein bisschen kritischer sein. Er hat seinen Kommentar, ich weiß nicht, wo das hin ist, es ist irgendwie verschwunden. Er hat gemeint, er hat es nicht gelöscht. Der Einzige, der dazu in der Lage ist, ist der Kanalbesitzer. Also ich weiß nicht. Warst du es vielleicht selbst? Wissen wir nicht. Aber ich konnte das in der Regel konnte ich das Zitat bei mir im Dashboard noch sehen, deswegen habe ich es kopiert. Er sagt jetzt, das trifft auf mich zu, also dass er Prämissen aufstellt und dann daraus was schlussfolgert. Wenn die Prämissen nicht stimmen, stimmt die Schlussfolgerung nicht. Das trifft leider auf mich zu. Welche Prämissen stimmen nicht? Welche Prämissen stimmen nicht und welche Schlussfolgerungen, die dann entsprechend der Prämissen eben auffallen möchte, welche Schlussfolgerung ist das, dass die Handlung Schirk sein kann, wenn wir sagen, es ist ein Sujud und es ist Haram, es ist ein Sujud, der Haram ist, weil es eben ein Sujud ist und nicht nur ein kleiner Sujud, sonst wäre er nämlich Makruh, wie es die Salaf gesagt haben. Ne, es bringt nichts, wenn ich Aussagen der Salaf benutze, dieselben Aussagen, aber die Ahkam dann nicht dieselben sind. Das ist dann nicht mehr das Gleiche. Das darf man ja nicht verwechseln. Also, wo ist die falsche Prämisse und die falsche Konklusion? Wir haben es ja gesehen in der Aussage von, in der Aussage und der Fatwa von Mohammed Ibrahim, dass er sagte, und diese Handlung tritt in den Bereich des Schirk. Es ist keine falsche Prämisse hier und auch keine falsche Konklusion. Also einfach zu sagen, das trifft auf dich zu und dann nicht genau zu erklären, was hier oder nicht genau zu definieren, was denn da so falsch ist, das ist ein bisschen problematisch. Soll vielleicht in Richtung Schirk gehen. Also, wir haben doch gesehen, das ist richtig. Da ist ja nichts falsch dabei. Dass er also schnell alle Meinungen gesehen hat, begründet damit, dass es keine Mas'ala ist, welche Jahre braucht, um sie zu studieren. Gut. Dass viele der Salaf und Khalaf sich so ausgedrückt haben wie Sheikh Saleh, und es scheint, als ob Sheikh Saleh sich auf den Worten dieser Salaf stützt, das ist nicht richtig. Die Salaf sprachen, die meisten der Salaf, die das überhaupt erwähnt haben, im Sinne, in Richtung der Verpöntheit gehend, haben das Küssen der Hände gemeint. Und sie haben das als Sujud, nicht als Sujud bezeichnet. Sie haben nicht gesagt, das ist ein Sujud. Sie haben gesagt, das ist eine kleinere, lindere Form des Sujud, kein Sujud. Und deswegen haben sie es als Makruh bezeichnet. Es sind nicht dieselben Ausdrücke und es sind nicht dieselben Normen, die dadurch entstehen. Ich habe alle Meinungen gelesen mit dem Berühren der Hand. Allahu Akbar.
Da muss jemand innerhalb eines Tages sehr fleißig gewesen sein. Also, da muss man allgemein sehr großen, guten Zugang haben und auch sehr, sehr breites Wissen über die Literatur und wo man alles findet und zu sagen, ich habe alle Meinungen gelesen. Das ist eine Leistung. Ja, aber das ist alles nicht das Thema. Thema ist, dass ich dem Sheikh etwas in den Mund gelegt habe, was er nicht gesagt hat. Stimmt nicht. Ich habe ihm nichts in den Mund gelegt. Ich spreche von Konsequenzen einer Aussage. Und hat viele Laien dazu verleitet, schlecht über den Sheikh zu reden. Gut, hat die Vorstellung sie dazu verleitet, dass er sagt, es ist Schirk? Oder war es was anderes? Woher weißt du das? Wie kommst du darauf? Woher weißt du das? Dann hat er hier behauptet, dass Malik explizit das Küssen der Hand und auch explizit das Legen der Stirn auf die Hand erwähnt, was er später nach mehrfacher Aufforderung zurückgenommen hat, weil es so eine Aussage nicht gibt. Und ich bezweifle auch, dass es so etwas überhaupt gibt. Vielleicht wird man fündig für ein, zwei Aussagen. Kann sein, vielleicht, möglich. Ich schließe es nicht aus. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich. Einfach aus dem Grund, dass diese Praxis, man kann zwar nicht ganz genau sagen, wann sie entstanden ist, diese Praxis ist aber sehr spät entstanden und kommt auch nicht aus dem unmittelbaren Kreis der arabischen Halbinsel und den damaligen islamischen Gebieten. Dementsprechend ist es eher unwahrscheinlich, dass überhaupt jemand darüber was gesagt hat. Gut. Dann, das ist dann der Abschluss auch von der ganzen Geschichte hier, feiert er seinen Sieg. Man kann das verneinen, aber man sieht ja offensichtlich, wie das jemanden vor die Nase gehalten wird und wie damit ständig gewedelt wird hier. Lass ihn bitte stehen, damit die Leute sehen, wie es dazu kam, dass ich den Fehler im Titel geändert habe. Wenn es dir nur um die Nasiha ging und nur darum ging, dass hier niemandem Unrecht angetan wird, dann kann es doch völlig egal sein, oder nicht? Du sagst eben, ich soll den Text nicht mit unspezifischen Aussagen füllen, selbst aber füllst du dein Video mit erfundenen Sachen. Nehmen wir an, ich hätte diese eine Sache erfunden. Diese eine Sache, nämlich das mit dem Schirk. Wobei ich, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich habe nichts erfunden. Ich habe nicht gesagt, er hat gesagt, dass es Schirk ist. Ich habe lediglich gesagt, ob es verboten ist und möglicherweise Schirk, was wie gesagt korrekt ist. Wenn es nämlich verboten ist, weil es eine Form des Sujud ist, dann kann es Schirk sein. Gut? Dann kann es Schirk sein. Also, nehmen wir an, ich hätte das aber trotzdem erfunden. Aber du füllst dein Video mit erfunden. Ist das nicht auch eine Unterstellung? La tanha an khuluqin wa ta'ti bi mithlihi. Verbiete nicht etwas, um anschließend genau dasselbe zu machen. Du hast Sheikh Salih al-Munajjid Sachen angehängt. Sachen? Welche Sachen? Allerhöchstens eine Sache. Ja, okay, gut. Dann hier noch die Sache mit dem. Was habe ich dir denn angehängt?
Gut, das Zitat hier, was ich erwähnt habe, hast du vielleicht nicht erwähnt, aber damit ist dadurch ist nichts Neues entstanden. Es sind ja ähnliche Zitate wie die vorherigen, die einfach nichts mit dem Thema zu tun haben, also wurde damit hier nichts angehängt. Es ist keine Schande, mal einen Fehler zu machen, aber du brauchst diese Ablenkungsmanöver nicht machen. Tamam, werde ich mal merken. Hoffentlich verschwindet mein Kommentar nicht wieder auf unerklärliche Weise. Ja, wenn du es nicht löschst, dann verschwindet es nicht. Vielleicht hast du es ja vorher auch gelöscht. Das wissen wir leider nicht. Wie dem auch sei, ich habe eines gelernt, dass eine derartige Auseinandersetzung unter Videokommentaren nicht sinnvoll ist. Das sind unnötige Kopfschmerzen. Und ich glaube, ich werde es in Zukunft auch sein lassen. Wer etwas versteht, der versteht es. Wer es nicht versteht, das ist dann seine Sache, nicht mein Problem. Damit begnügen wir uns. Hada Allahu A'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.